Die überregionale Verkehrsanbindung ist durch die künftige Autobahn, das vorhandene Bundesstraßennetz und durch den Bundesbahnbetrieb hervorragend gelöst. Auf Gleis 2 fährt in die Regionalbahn aus Mühldorf zur Weiterfahrt nach Freilassing-Salzburg. Bitte Vorsicht bei Infahrt des Zuges. Der mehrgleisig angelegte Bahnhof ist für den Güter- und Personenverkehr ausgelegt und bietet damit der umliegenden Großindustrie sowie auch den mittelständischen Betrieben, den vielen Pendlern im Personenverkehr alle Möglichkeiten moderner Fortbewegung und Dienstleistung. Bahnhöfe vermitteln auch in der heutigen Zeit ein gewisses internationales Flair und ist zugleich das Tor zur weiten Welt. Der gemeindliche Bauhof ist für alle anfallenden Arbeiten wie Winter- und Straßen- und Wegedienst, Sauberkeit in den Anlagen der Gemeinde und vieles mehr verantwortlich. Ein best ausgestatteter Maschinen- und Fuhrpark sind dafür der Garant. Ein ideal in die Natur eingebettetes, großzügig angelegtes Klärwerk sorgt für sauberes Wasser und Abwasser. 24 Stunden im Einsatz, jederzeit bereit zu helfen und zu schützen. Die Feuerwehren aus Garching und Wald, ausgestattet mit Rüstwägen, Mehrzweckfahrzeugen, Löschfahrzeuge, Drehleiterfahrzeug, Einsatzwegen und alle sonstigen Rettungs- und Bergungsgegenstände, die so eine Wehr für die Sicherheit der gemeindlichen Bürger braucht. Ärzte, Zahnärzte, Caritas, Sozialstationen, BRK und Apotheken, Hilfs- und Rettungsdienste sind in der Gemeinde im ausreichenden Maße gegeben und vorhanden. Zudem finden wir in besonders ruhiger Lage nahe der Alz ein schön und modern angelegtes Heim für betreutes Wohnen.